Nummer 4 ist ein Lied, wovon bei dem Brecht nicht nur die Melodie, sondern auch den Text geklaut hat. Und er hat ihn eingebaut in seine theoretische Schrift Der Messingkauf. Und da schreibt er zum Beispiel: Eine gute Übung für Schauspieler ist das Aufsagen von Hundgedichten. Wie? Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch ein Ei. Der Achtzeiler wird jeweils verschieden im Gestus aufgesagt, wie von verschiedenen Charakteren in verschiedenen Situationen. Das würde ich mal ausprobieren. Aha. 1, 2, 3. Hund lief in die Küche und stahl dem Koch ein Ei. Da nahm der Koch das Handball und schlug den Hund in zwei. Da kamen die anderen Hunde und trugen ihn ein Lamm. Ein Hund lief in die Küche und so weiter und so weiter. Tatort. Das erste. Tatort. Simone Thora. Martin Butke. Der Tatort frisch. Oh, darf ich kurz. Ganz frischer Tatort. Ganz frischer Tatort. Ach so. Die Spusi war schon da. Ja, Martin Butke. Und kam in die Küche. Und stahl dem Koch ein Ei. Dann nahm der Koch das Hackbein und schlug den Hund in zwei. Da kamen viele Hunde und ich gruben immer ein Grab und setzten einen Leichenstein. Auf dem geschrieben stand, ein Hund lief in die Küche und stahl den Koch ein. Wir haben's. Der Richter nach Klärung des Falls. Ein Hund lief in die Küche, stahl den Koch in ein und der Koch des Hackfleisch schlug den Hund in zwei. Kamen die anderen Hunde, gruben ihm ein Grab, setzte einen Leichenstein auf dem geschrieben stand, Hund lief in die Küche. Ja, gut, Staatsanwalt, die Anklage bitte. Dann nahm der Koch das Hackbeil und schlug den Hund in zwei. Kamen viele Hunde und gruben ihm ein Grab und setzten einen Leichenstein, auf dem geschrieben stand, ein Hund kam in die Zeuge. Ein Hund in die Küche und stahl dem Koch ein Ei. Da nahm der Koch dann das Hackbeil und schlug den Hund in zwei. Boing, ey. Da kamen dann die anderen Hunde und gruben dem ein Grab. Und setzt den Leichenstein darauf, geschrieben stand die da. Kreuzverhör. Der Richter, Herr Staatsanwalt, Sie, keine Frage, Verteidigung? Ja? Entschuldigung, ein Hund. Lief in die Küche. Kam in die Küche. Küche. Ich finde das nicht herrlich.
und stahl dem Koch ein Ei. Stahl dem Koch ein Ei! Naja, und dann nahm der Koch dann das Hackbeil und schlug den Hund in zwei. Und dann? Dann kamen die anderen Hunde. Kamen die anderen Hunde! Um dem Grab. Setzte dem Leichenschein! Da hab ich geschrieben, ja. Und lief in die Küche und ja, danke, das war, danke. Ja. Ja, der Koch wurde verurteilt zu 2 Jahren. Die Hinterbliebene. Danke! Der Hund blieb in die Küche und stahl den Koch ein. Da nahm der Koch das Hackbeil auf Jörg und schlug den unter 2 und dann kamen die anderen Hunde und gruben den in die Grab. Setzte dem Leichenschein darauf geschrieben, stand unter ihr Lippen. Sie ahnen es. Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch ein Ei. Da nahm der Koch das Hackbeil und schlug da kamen die anderen Hunde und gruben ihm ein Grab und setzten darauf einen Leichenstein, auf dem geschrieben stand: Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch ein Ei. Da nahm der Koch das Hackbein und schob den Hund in 2. Da kam der Hund und gruben ihm ein Grab.